Vor seid Schluss, rück seid Schluss. Vorne gerade seid Schluss und Kurven seid Schluss. Einmal so richtig übers Parkett schweben können, aber in Jeans und Pullover nur halb so elegant. Guck mal, hier schauen wir doch auch noch mal. Pia David ist nicht nur Tanzlehrerin. Ja. Halt das mal ran. Guck mal. Ja, wunderbar. Grün, aber ich glaube, nee, das ist nicht, nicht so deins. Aber schwarz. Schwarz ist natürlich immer ein Klassiker. Ja. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man sich selber drin wohlfühlt und dass man auch wirklich sehen kann, das passt zu einem. Das, da kann man sich mit identifizieren. Dieses Ballkleid sitzt am besten, aber die Schritte noch nicht. Der blaue Saal im Hotel Atlantik soll motivieren. Disco Fox und Walzer stehen an. Pia David ist in ihrem Element. Ich muss also wirklich zusehen, dass ich jetzt von hier aus mein Gewicht einsetze. Also immer schön für eine weiche, geschmeidige Bewegung. Ruhig etwas nachgeben in den Knien. Automatisch kommt auch mehr Bewegung dabei raus. Klingt einfach. Darf ich dich mal ganz kurz nehmen? Als mein Gastherrn sozusagen. Und die Dame legt von innen den Arm drauf. Wir haben vor, seit schließen drauf, rück, seit schließen drauf. Vor, jetzt alles nur noch drauf, koordinieren. Seit schließen drauf. Sieht noch steif aus, bis zum Abiball ist ja noch Zeit. Hier läuft es schon ganz rund. Taktgefühl kann man eben nicht studieren. Bisschen langsamer noch. Warte noch mal. Eins, zwei, warte. Ich zähle vorweg. Eins, zwei, drei. Ich zähle vorweg. Und dann erst auf der nächsten einen starten. Eins, zwei, drei. Vorseit. Genau. Langsam. Ist ja ein langsamer Walzer. Man kann schon bis zu einem gewissen Level immer tanzen lernen. Jeder Mensch hat eigene Prioritäten. Also ich habe zum Beispiel auch so Physiker oder Mathematiker, die sind, denen muss man Bewegung sezieren, die müssen das genau verstehen und so. Ne, so. Und da dauert es länger natürlich, bis die ein Bewegungsgefühl haben. Pia David hat es. Sie ist fünffache deutsche Meisterin. Es ist natürlich toll, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Es ist sehr spannend gewesen, sehr aufregend. Aber auch sehr anstrengend und auch stressig. Also auch mentaler Druck, der natürlich auf einem lastet. Und ich genieße schon, dass dieser Druck nicht mehr da ist. Achtung! Schritt, Schritt, Tipp, Schritt, Schritt, Tipp. Von einer Profitänzerin lässt man sich gerne Tipps geben. Ne? Dreh mal jetzt ganz spät von hier aus, geh mal vorwärts. Ne? Und dann kommt man irgendwann nicht mehr rum. Ne? Und jetzt versucht man gleich am Anfang viel zu drehen. Ne? Dann steht sie sehr entspannt auch wieder vor mir, sodass man dann auch wieder bereit ist für neue Chantaten. Disco Fox liegt Ihnen mehr als der Walzer, aber noch fehlt der Pep. Okay, Moritz, einmal mit mir. Bisschen flotter. Und Schritt, Schritt, Tipp, Schritt, Schritt, Tipp, Schritt, Schritt, Tipp, vorwärts, rückwärts, Tipp, vorwärts, rückwärts, Tipp. Vorwärts, Sie waren rückwärts, Tipp. Schon öfter bei Pia David. Genau. Das war ein bisschen spät. Dieses junge Paar das erste Mal. Schritt, Schritt, Tipp, Schritt, Schritt. Auf Bällen und Familienfeiern mit dem Partner über das Parkett schweben, bei Pia David lernen sie es. Sehr schön.